Ah, jetzt. Schön. Wofür steht DC Detective Comics? DC steht für Detective Comics. Daher verstehe ich auch nicht, warum manchmal irgendwo steht DC Comics, weil das ist irgendwie, ja. So. Wir können. Ja. Können Sachen machen. Detektiv. Ich bin einfach nur froh, einen Job zu haben. Aber findest du das nicht schräg? Wir haben den Typen nie gesehen oder seine Stimme gehört. Nicht mal als Kurznachricht. Was ist der, dieser Fledermaus? Wie gefällt dir das? Jetzt habe ich einen Vorteil. Ist meine Frage angekommen? Was? Was passiert hier? Was ist deine Frage? Weiß ich nicht. Mensch, wie ging denn dieses komische Ausschalten nochmal? Mach mal eine Pause, okay? Egal. Sieh mal an, wer da ist. Du willst das also ernsthaft mit mir aufnehmen? Dann leg mal los. Ich freue mich schon darauf, dir beim Scheitern zuzusehen. Ach, typisch. Warum den Kopf bemühen, um ein Problem zu lösen, wenn man doch einfach irgendwas draufwerfen kann? Wenn du nett gefragt hättest, hätte ich dir aufgemacht. Glückwünsche sind Bleib draußen, okay. Vielleicht bist du doch nicht so dumm, wie ich erwartete. Warum tust du das, Enigma? Ah, direkt gefällt mir. Also, ich sag's dir. Gotham ist verdorben. Voller Vandalen, die die Stadt mit Gewalt kontrollieren. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Dann lass mich ausreden. Wie will sie loswerden, Batman, um Gothams intellektuelles Enigma ist Riddler, ja. Zu heben. Aber ich bin kein Schläger, wie du. Meine Methoden sind etwas raffinierter. Was du tust, ist nichts anderes als Diebstahl. Daran ist nichts Raffiniertes. Ah. Ja. Deine Antwort ist zu vorhersehbar, wie banal. Was? Mach's gut. Yay. Jetzt kann ich auf die SIM-Karte von Pinguins Handlanger zugreifen und Pinguins Funknetz hacken. Achso. Der Pinguin ist ziemlich angepisst über den geplatzten Deal. Ja, was damit zu tun hätte, wäre schon aus der Stadt verschwunden. Alfred, ich erhalte ein Signal von Pinguins Männern. Das ist eigentlich nicht der deutsche Name. Das ist nur so ein. Ist nur ein Name von. Von. Riddler. Mit Hilfe von Laptops, die als provisorische Funkstationen dienen. Er schickt seine Männer die Frequenzen über Walkie-Talkies. Zwei dieser Funkstationen sind ganz in ihrer Nähe. Gut. Markiere sie auf meiner Karte. Wenn ich diese Walkie-Talkies hacken kann, kann ich seine Position triangulieren. Hast du wieder Kobold mit? Okay. Ein Verbrechen ist im Gange. Oh nein. Nicht so schön. Wir lassen uns das nicht mehr gefallen. Ihr müsst zahlen wie alle anderen auch. Das ist der Deal. Der Deal galt unter Lobe. Und Lobe ist tot. Zentrale, Delta 27 braucht Verstärkung. Gut, das ist zwar der falsche, aber auch gut. Schön. Schnappt ihn euch! Ja.
Gut, wie erledigt. Ja. Mitch. Ah, Mensch. Jetzt geht's ran. Hau mal ein paar Leute. Für EP-Punkte. Scherz? Aber der macht das doch nicht. Was? Ja, trotzdem haut er Leute. Das einzige, was Batman nicht macht, ist Leute umbringen. Warum? Weil er keine Leute umbringt. Warum tut das? Ist das jetzt das Ende? Warum sollte er? Ja, damit die weg sind. Ja, der mag das halt nicht, Leute zu töten. Der ist dumm. Der ist dumm. Du bist dumm. Nein. Sammeln wir immer noch Spenden für. Weißt schon, Kampfkunsttechniken, um sich gegen Angreifer zu verteidigen. Willst du einfach nachdenken und dich verteidigen? Ja. Wir müssen zusammenarbeiten, ihr Idioten! Wie viel haben wir denn? Nicht viel. Ich hab mal 2000. Okay. War nicht viel, aber. Wie mehr ich hier? Oh. Ich muss die nächste Funkstation finden. Dann kann ich Pinguins Position triangulieren. Als unsere Ladung hochzunehmen, zum Beispiel seinen eigenen Arsch zu retten. Wenn du dir das nächste Mal was ausdenkst, solltest du also hoffen, dass du jemandem erzählst, der noch dümmer ist als du. Ach halt, so jemand gibt's ja gar nicht. Mr. Cobblepot, ich schwöre, dass es die Fledermaus war. Er hat Ricky vom Dach des Hurensohns genau in einen Weihnachtsbaum geworfen. Ist dir scheißegal, was du glaubst, gesehen zu haben. Wenn du nicht in 10 Minuten mit meinem Geld bist, ruf ich dir die Augäpfelchen raus. Und dann musst du dir nie wieder Gedanken über Sehen machen. Ist das klar? Ja, Mr. Copperpot. Ja. Ja. Tut mir leid, Mr. Copperpot.
Hier. Ja. Es heißt, ein paar von Pinguins Männern sind in der Nachbarschaft. Wir sollen alle nach ihnen suchen. Warum ziehen die das ausgerechnet heute ab? Vielleicht ist alles ein Missverständnis. Haben sich verirrt oder sowas? Oder Freunde besucht? Wie oft ist sowas schon ein Missverständnis? Dürfen wir sie abknallen, wenn wir sie sehen? Nee, der Boss will sie lebendig. Wahrscheinlich... Komm! Zur Seite! Wer ist da? Alle Mann hier rüber, sofort! Damit krieg ich ihn darauf. Ich sehe ihn. Da vorne! Hey! Außer dieser Fledermaus. Dem Boss gefallen die ganzen Verhaftungen bestimmt nicht. Viele unserer Jungs sitzen wegen dem Freak jetzt in Blackgate. Kann sein. Ja. Ich dich auch. Ja. Später. Kesselraumkämpfe ja. Nach dem Vorfall am Jezebel Plaza eigentlich abblasen sollte. Aber da was ja. Schuldete Kerl, wo finden Sie doch ja. Statt? Also wenn Wolf hat geschrieben. Zum Schiff, wenn ihr dabei sein wollt. Alles klar? Gut. Der Pinguin versteckt sich auf einem alten Schiff. Deshalb war er so schwer zu finden. Gut, machen wir den Pinguin da hier jetzt noch schnell. Hoffen wir mal, dass es schnell geht. Scharfschützen. Wenn ich unbemerkt weiter will, muss ich die Scharfschützen leise ausschalten. 3 Minuten. Und dann. Oder machen wir die komischen Scharfschützen hier weg. Und dann soll's. Dann. So, fertig. Gut, Scharfschützen hat er sonst keine mehr, glaube ich. Sieht jedenfalls nicht so aus. Erledigt den Freak! Spazieren und nutzt das Anton. Was denn? Dafür habe ich mich nicht gemeldet, Mann. Seht ihn euch gut an. Wenn ihr so nicht enden wollt, reißt euch gefälligst mal zu. Hörst davon! Wo bist du? Setz halt eine scheiß Rauchbombe ein, du Idiot. Meine Fresse. Jungs, schafft ihn. Ich muss die nächste Funkstation finden. Dann kann ich Pinguins Position triangulieren. Was wie nächste scheiß Funkstation? Du bist doch auf diesem Drecksschiff. Ja, dann lassen wir das halt. Auch gut. Lassen wir den Scheiß halt. Gut, wie gesagt. Heute nur kurzer Stream. Wegen Stream morgen müssen wir halt mal schauen.
Eventuell gehe ich zum Arzt, eventuell auch nicht. Mal schauen. Gut, dann wünsche ich euch noch schönen Sonntagabend. Und ja. Dann sieht man sich irgendwann die Tage bestimmt mal wieder. Bis dahin. Tschüss.